Ich grüße euch und wisst ihr was? Wisst ihr, was wir heute mal machen? Heute gebe ich euch die Rolle vom deutschen Erbsenzähler. Also ihr wisst schon, diesen kleinen verklemmten Buchhalter in seinem Kämmerchen, der jede Schraube dreimal begrüßt, begutachtet, den Preis abschätzt und dann doch wieder beiseite legt. Ah, ich Scherz beiseite. Worum geht's heute? Eine Abwechslung. Nvidia. GeForce RTX 3080, 3090. Da ist mir was auf die Füße gefallen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehmen wir mal richtig Equipment und gucken uns das mal genauer an. Und was war der Ausgangspunkt? Reviews. Ich habe ja ein paar Bordpartnerkarten mir angeschaut und dann guckt man natürlich hinterher auch mal so, was die Kollegen getestet haben. Die sind ja nicht blöd. Es ist nur lustig, wenn man denselben Hersteller hat, man hat das gleiche Modell und misst trotzdem völlig unterschiedliche Dinge. Da habe ich mir überlegt, okay, besorge ich mir mal drei Karten eines Herstellers, natürlich leihweise. Schau mir die mal an, messe es mal durch und siehe da, drei Karten, fünf Ergebnisse. Die Dinger differieren in der Kühlleistung dermaßen voneinander, das kann man auch nicht mit der Chipgüte festmachen, sondern da mal jetzt das Problem. Es ist ein mechanisches Problem. Und dem kann man natürlich auf den Grund gehen, indem man mal richtig nachmisst. Ihr wisst ja, den hatte ich auch schon. Wasserkühlungsumbau, da hatte ich auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben. Wollte es natürlich noch nicht so genau bringen, weil man muss es ja erstmal im Detail messen. Das habe ich mittlerweile gemacht. Dann habe ich meine ganzen Erkenntnisse geschnappt, habe so ein schönes kleines Exposé gebastelt und habe das zu Nvidia geschickt. Das ist dann im Headquarter so wie so ein kleiner Strudel hin und her getrudelt. Dann kam auch eine Antwort, die war okay. Man hat mir auch Toleranzgrenzen mitgeteilt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe meine eigene Meinung dazu. Die, und das sei mir gestattet, möchte ich auch dazu sagen, auch wenn sich das alles innerhalb einer von Nvidia selbst gesteckten Toleranz befindet, ist natürlich die kausale Ketten der Addition solcher kleinen Toleranzbereiche zu einer, ich sage jetzt mal, Realität durchaus hochinteressant und da müssen wir mal drüber reden. Ich habe hier unten drunter den Artikel verlinkt, da steht eine wichtige Vorbemerkung und die sei an alle die gerichtet, die lieben Kollegen von YouTube und die Newsschreiber. Lest es euch doch bitte durch. Reißt nicht einzelne Dinge jetzt bitte aus dem Kontext, weil wir brauchen wieder eine Schlagzeile. Nein, bitte versteht es so, wie ich es heute bringe. Es sind Ungenauigkeiten, es sind richtige Löcher, also wir haben da ja, ein Toleranzbereich, der ist so groß wie der Bodensee, aber es ist innerhalb der Spezifikation. Also bitte auch das entsprechend beachten. Es funktioniert ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Es funktioniert nur nicht so schön, wie man es gerne hätte. Ja, und vor allem, wenn man sich selber mit so viel Aufwand einen Wasserblock bestellt und draufpappt und der funktioniert dann nicht so, wie man es gerne hätte und sich erträumt hat, da muss man auch wissen, warum das so ist. Und genau deswegen habe ich heute dieses Video gemacht. Fangen wir doch mal an. Wir haben nämlich, eigentlich haben wir drei Probleme. Zwei große und eins halt, ich sagte ja, kausale Kette, kleine Folge. Problem Nummer eins, Turing war ein bisschen gewölbt. Also leichtes, kleines Hügelchen, ne? Wisst ihr selber. Konvex oder konkav ist immer so die große Frage. In dem Fall ist es konvex, das kleine Hügelchen. Das war bei Turing noch relativ moderat. Jetzt kommt Ampere. Ampere macht natürlich alles besser und auch das Hügelchen, Jensens Maulwurfshügel. Schauen wir uns mal an, das war das erste, was ich gemessen habe. Und wir sehen es ja hinten schon am Abdruck. Das ist erstmal das Stück vom Kühler, sehen wir den von der Founders Edition und da sehen wir schon, in der Mitte hat sich das mit der Wärmeleitpaste extrem verdichtet. Man sieht dann fast noch hier so die Schrift. Außen hin ist das alles ein bisschen locker fluffig und ließ sich dann auch leichter abnehmen. Dann hat es auch massenweise Paste zur Seite rausgedrückt, was er wieder sagt, in der Mitte ist dann wirklich entweder komprimiert oder fast nichts. Außen ist halt alles so ein bisschen fluffy. Dann schauen wir uns das andere Teil mal an, das ist nämlich die Gegenseite, da haben wir jetzt den Chip. Und da sehen wir auf dem Chip genau das gleiche. In der Mitte wieder richtig fett die Paste drauf und am Rand, ja, irgendwie quetsche ich das dann schon ein bisschen raus. Es ist aber lockerer. Dann habe ich das gemessen. Das war die erste Messung. 0,6, 0,068 Millimeter. Wir haben also knapp 700stel Wölbung. Das ist auf so einem kleinen Chip, der eigentlich total plan aus der Produktion rauskommt. Schon eine ganze Menge, das heißt, also wir haben hier ein Bending im Package. Das heißt, der Chip ist schon auch wahrscheinlich beim Packaging ein bisschen gebogen worden. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, da gibt es auch dann so deutsche Premium-Hersteller, die versuchen dann auch diese leichte Wölbung mit in ihr Kühlkonzept einzubeziehen. Es sei ihnen gestattet, das ist eine gute Idee. Kann man also diesen Bereich ja schon mal aussparen.
0,07 Millimeter. Ja, wenn es denn so wäre, dann gibt es aber auch Extremkarten. Da hatte ich dann so 0,8 plus. Dann ist das schon ein bisschen mehr. Und dann kommt man schon in den Bereich, wie hier oben, wo wir es gesehen haben, Wärmeleitpaste. Klar, wie dick kann ich die machen? 0,01, ja, geht nicht. 0,1, schon besser. Mit 0,1 fange ich mir auch diese 0,8, 0,08 plus, auch wieder ein, auch wenn es in der Mitte dann richtig drauf drückt und am Seite wieder alles wegschnipst, geht gerade noch so, also so gesehen, Entwarnung. Es geht zu benutzen. Es ist kein Problem, es ist nicht besonders schön, aber es geht noch. Jetzt ist nur das Problem, wir sind ja hier alle ein bisschen schief. Wenn man so ein bisschen schief ist, dann passiert natürlich das auch, wenn es jetzt festgeschraubt ist. Es ist nicht genau plan, man hat es auch nicht zentriert in der Mitte, dann ist das ganze Ding auch ein bisschen verzogen. Und wir sehen hier, ich habe ja selber das mit dem 3D-Scanner nochmal richtig genau, wirklich auf Müh runtergemessen. Und dann kann man das auch mal durchschneiden. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe jetzt einfach mal quer durch das Package geschnitten, hier in der Mitte. So, und dann gucken wir uns das mal an. Oben dieser schwarze Pornobalken, das versteckt nicht die Augen vom Betrachter, sondern das ist jetzt mein Kühlerboden. Und unten drunter sehen wir im selben Level, den Ausschnitt aus der Platine. Die Platine ist eigentlich auch waagerecht, aber sie ist schon komplett verbogen. Also einmal aufgeheizt, flip, bending, bang, wieder abgekühlt, bleibt so irreversibel. Ist auch die Platine schon verdorben. Die hat dann schon so ihre kleinen, das ist so, man sagt immer, das ist so Elektronikzellulite. Da hat sich ein bisschen was eingedellt. So, mit diesen Dellen gucken wir uns mal an. 0,125. Da sind wir schon über dem Bereich der Wärmeleitpaste eigentlich drüber raus. Ja, hier muss man schon Spachtelmasse drauf machen. Das heißt also, wenn man merkt, man erreicht auch den Rand nicht mehr so richtig schön. Bitte in diesem Fall, und das haben ja natürlich die ganzen Kühler, also diese Bordpartner mit ihren Luftkühlern gemacht, die haben sich die fieseste, viskoseste Wärmeleitpaste ever aus ihrem Klimbim-Regal geschnappt. Da ist also keine Fluffy Naht dran, weil die rutscht da links und rechts wieder raus. Da gibt es keinen Halt. Nee, also hier hat man, meinetwegen, Dow Corning hat dann auch so ein Kleister. Das kann man richtig drauf spachteln, halt. Das ist wie so Schuhkleber. Drauf machen, das wird dann auch richtig fett, fest, klumpt. Funktioniert aber, dann hat man auch ordentlich Halt. Das muss man als Tipp. Und wer das mit Flüssigmetall machen möchte, schön abkleben und vor allen Dingen alles abdecken, damit ja nichts dort rausläuft, weil das an den Seiten hält erstmal nicht. So, das war der Dai und ich habe ja schon ein bisschen angerissen unten drunter mit dem Package und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt um das Package drumherum. Wir sehen auch hier den RAM noch, die RAM-Module. So, was habe ich hier gemacht? Deviation. Wir haben hier mal das Höhenniveau gegeneinander aufgerechnet. Es gibt einmal das 3D-File. Das hat Nvidia zum Beispiel auch den Wasserkühlungsherstellern zukommen lassen. Da habe ich jetzt Standard die Normvorgaben für die Höhen der jeweiligen Bauelemente. Wir haben den Speicher, das PCB sowieso, wir haben das Package, wir haben den Chip. So, das habe ich jetzt mit meiner 3D-Datei mal kombiniert. Das kann man wunderschön übereinander legen, ist ja aufs Müh genau gemessen. Guck mal, was da rauskommt. Wir sehen, es ist eine Wölbung. Alles, was nach unten geht, also von normal 0 von der 3D-Datei nach unten, wird dann so blau. Und alles, was höher geht, geht übers Grüne, ins Gelbe, Orange, bis hin zum schönen Rot. Rot will ja immer ganz nach oben und genau das ist hier auch passiert. Schaut euch mal an, wir sehen hier in der Mitte, logischerweise den Teil, das sind dann so diese kleinen dunklen Punkte. Das geht schon bis fast 0,3 Millimeter nach oben. Wir sehen aber auch rechts unten in der Ecke geht es ein ganzes Stück ins Blaue rein. Ja, da kann man das gar nicht mehr so richtig schön festschrauben. Da haben wir schon eine Differenz von 0,6 Millimetern beim Verschrauben. Das ist eine Hausnummer. Ist aber so. Na gut, genug Spachtelmasse und dann ist es wieder plan. Aber schaut euch mal diesen Bereich um das Package ran. Das ist ja gar nicht mehr plan. Also selbst die Platine unten drunter ist verbogen. Jetzt sagt Nvidia, unsere Toleranzgrenze 0,3, kein Problem, ist ja noch Toleranz. Irgendwann habe ich mal gelesen, 0,25, aber die 0,3 sei gegönnt. 0,3 Millimeter, es erscheint immer noch nicht viel, aber es ist eine ganze Menge. 0,3 Millimeter, was ist das? Das gucken wir uns jetzt mal an. Hier habe ich jetzt mal eine Platine, das war der Vorgänger von diesem Kühler und dieser Platine, habe ich mal aufgelegt. Der lag ohne Wärmeleitpaste, plan auf dem Kühlerboden.
Jetzt schaltet euch hier mal die Abstandshalter an. Die sehen genauso vom Wert her, wie entsprechend kommuniziert wurde in der 3D-Datei. Also man hat hier die genauen Höhen abgenommen und hat entsprechend die passenden Abstandshalter verwendet. Die habe ich auch nachgemessen. Die stimmen. Die stimmen auf ein Hundertstel Millimeter. Die stimmen sogar fast aufs Mü. Das ist exakt gebaut. Und was kommt raus? 0,2 Millimeter. Würde ich jetzt noch Wärmeleitpaste drauf machen, wäre wieder 0,3. Das hängt aber in der Luft. Wenn ich das jetzt festschraube, na, das, dann drückt das die Platine nach unten, die geht also richtig runter. Ja, dann ist aber spätestens der Kontakt zu den Speichermodulen nicht mehr gerade, sondern schräg. Also ein Teil liegt auf. Habe ich mal ausprobiert mit Wärmeleitpads, kann man das ja wunderschön angucken. Ein Teil ist eingedrückt, der Rest ist noch wie jungfräulich. Das passt also so nicht. Und dann außen habe ich dasselbe Problem. Meine MOSFETs werden überhaupt nicht gekühlt. Ah, die glühen dann so vor sich hin, diese kleinen Bild. Da hat man die Spulen zirpen und es wird nicht gekühlt. Was habe ich jetzt gemacht? Damit das Ganze nicht zerbricht und zerbröselt, habe ich mir Wärmeleitpads etwas dickere genommen und ich habe mir vor allen Dingen, guckt es euch an, Unterlegscheiben besorgt. Die sind 0,2 in dem Falle hier. Das ist noch ein bisschen flexibel. Die sind sogar etwas mehr als 0,2. Die habe ich mal richtig festgebrummt. Schön isoliert. Und was passiert? Guckt mal da in die Mitte. Guckt mal da, wo eigentlich der Die liegt. Das Lustige ist, also hätte man jetzt auf diesem Nvidia-Chip, auf dem GA102, so diesen, ich sage es mal, das Profilbild von Jensen drauf gemacht. Also nicht Nvidia graviert, sondern hier unser Freund mit Brille und dann hätte ich jetzt hier dieses kleine Stück in der Mitte aussägen können und hätte eine Jensen-Gedenkmünze. Das prägt sich richtig rein. Und wisst ihr was? Diese Gravur, das sind so 100, naja, das ist ein Hundertstel Millimeter, der hinterlässt da richtig Spuren. Und das kommt dann nicht wieder raus, das bleibt. Jetzt ist mein Kühlkörper ein Unikat, geprägt von Nvidias GA102. Immerhin. Ich habe das festgeschraubt und das sind die original beiliegenden Wärmeleitpads, die auch funktionieren würden. Hätte man jetzt ein PCB genau nach Norm. Haben wir aber nicht. Wir haben ja gesehen, ne, unser PCB, ja, ist so ein bisschen lustiger und ich muss da was dazwischen packen und siehe da, guck mal, was da passiert. Großes Package und ich erreiche mit den Kühlflächen meine Wärmeleitpads überhaupt nicht. Lustig, ne? Das heißt also, ich habe hier keinen Kontakt für den Rahmen, ich habe auch keinen Kontakt für die Spannungswandler. Und das Lustige ist, German Engineering, die letzten Touring-Wasserkühler, die haben mir so gefallen, ich war so begeistert. Deutscher Premium-Hersteller lässt die Wärmeleitpads weg. Das war so eine exakte Wissenschaft. Wir hatten die Kühlfläche, wir hatten unten den RAM, haben ein bisschen Flutschenau dazwischen gemacht und siehe da, es hat gekühlt wie die Pest. Es hat richtig gut funktioniert. Und jetzt reiche ich nicht mal mit einem Millimeter Pad. Das ist ein bisschen grausam, weil ich muss jetzt hier wirklich an dieser Stelle, um diesem Toleranzbereich Genüge zu tun, auch auf Kühlperformance verzichten. Jetzt kann man sich natürlich als Wasserkühler von Welt, na, da so ein bisschen rantasten. Dann schauen wir uns das nämlich wirklich mal an. Also ihr legt das am besten auf, dann guckt ihr erstmal, haben wir einen Abdruck hinterlassen oder nicht. Was liegt auf? Liegt der Die auf? Oder hängt da vielleicht in der Luft, weil wir gerade am anderen Ende der Toleranzgrenze sind? Man weiß es ja nie. Immer schön schauen und dann nehmt ihr nur noch so viel Wärmeleitpad, wie ihr wirklich braucht und dann klappt das Ganze auch wieder mit Ampere. Nicht ganz so schön, aber es funktioniert. Ihr solltet nur immer zusehen, dass man möglichst guten Kontakt zwischen Kühlerboden und Die bekommt. Und wenn jetzt zufälligerweise das Package ziemlich dünn ist, also am unteren Ende der Toleranzgrenze, dann haben wir ein Problem, weil wir richtig fies viel Wärmeleitpaste drauf stöpseln müssen. Und wenn das der Fall ist, kann man überlegen, ob man sich nicht die Abstandshalter ein bisschen abschleift und das Ganze lieber nachher mit etwas dünneren Wärmeleitpads korrigiert oder man nimmt gleich mein heißgeliebtes Bröselpad, weil das drückt sich sowieso links und rechts weg, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich habe keinen Druck auf den Komponenten und das Ganze funktioniert. Geht auch. Also hier muss man selber noch ein bisschen proaktiv eingreifen und ein bisschen, ich sage jetzt mal, tätig werden. Dann klappt das auch mit der Kühlung wieder optimal. Nur muss man sich wirklich im Klaren sein, was man machen muss. So. Ich habe hier, wie gesagt, bis zu 0,4 Millimeter messen können. Das ist mehr als die Toleranz. Nur ein kleines bisschen. Nicht viel. Muss man keinen verprügeln. Aber das ist eine Hausnummer. Und wenn man weiß, CNC ist eine exakte kleine mechanische Wissenschaft. Ich meine, man kann natürlich das Ganze schnell hindröseln. Man kann sich aber auch Mühe geben. Und eigentlich werden jetzt hier die bestraft, die es möglichst exakt machen, die sich wirklich an die Vorgaben halten. Man weiß nie, habe ich die Karte, die ich gerade kaufen konnte.
So mit F5 Skills, ne? Refresh, 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 refresh. Meine Warenkorb abgestürzt. Naja, dass die Karte dann wirklich 100% passt, das ist der zweite Teil vom GPU-Lotto. Chip und Package. Ach, warum denn einfach, wenn es nicht kompliziert geht? Das mal für die Wasserbauer, da sind wir auch schon wieder durch. Ihr habt heute mal ein paar Messwerte gesehen, die ihr sonst nirgendwo seht. Ich habe das auch mal mit Heatspreadern von CPUs gemacht. Vollkommen neue Erkenntnisse. Kriegt ihr natürlich demnächst auch noch. Was haben wir sonst noch? Ryzen. Wisst schon, ne? Welcher Ryzen-Typ seid ihr? Wir haben vier verschiedene Ryzen mit vier Kernen. Ne, haben wir noch nicht vier. Habe ich jetzt wieder was verraten? Eieieiei. Sechs Kerne, acht Kerne, 12 und 16 Kerne. Und welcher Typ seid ihr? Was passt euch am besten in eure Kompottschüssel? Genau das werden wir demnächst auch noch klären. Ich mache mich vom Acker, ich muss wieder arbeiten. Ich muss meine ganzen Agesa-Probleme noch lösen, damit mein Testsystem steht für eine Grafikkarte, die noch gar keiner kennt und über die wir noch gar nicht sprechen dürfen, die aber schon auf dem Tisch liegt und wartet, dass ich sie schlachte. In dem Sinne, es wird ein spannender Tag. Euch auch. Wir sehen uns die Woche nochmal. Tschüss.